Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier ist ein neuer Fundcast. Ich freue mich über Yvonne Ayoub. Sie ist Leiterin Stabsstelle Universitätsförderung an der Universität zu Köln. Alles richtig gesagt? Alles wunderbar. Sehr gut. Ja. Das machen Sie seit Juli oder seit Mitte 2009. Mhm. Und Sie haben hier bei der Fachtagung Fundraising für Hochschulen einen Vortrag, einen Workshop gestern gehabt zum Thema Spendenmailings. Spannende Sache, denn Spendenmailings werden bei den Hilfsorganisationen, gehört das zu den wichtigsten Instrumenten. Ist das bei den Universitäten auch so? Wie ist da so der allgemeine Überblick? Wie sehen Sie das? Ja, also im Prinzip ist das, wenn man sich die deutschen Hochschulen anguckt, ist das in der Regel nicht so. Das heißt, das Instrument des Direct-Mailings, des Spendenmailings, ist nicht so tradiert wie im klassischen Non-Profit-Bereich. Ja. Die meisten nutzen es nicht, sondern völlig andere Instrumente, heißt hauptsächlich so Face-to-Face-Kommunikation, aber nicht das klassische Spendenmailing. Wir in Köln haben, seitdem wir die Stabsstelle oder in der Stabsstelle arbeiten, beziehungsweise ich habe sie ja aufgebaut, wir arbeiten von Anfang an mit Spendenmailings, und zwar insbesondere bei zwei Projekten, wenn Sie das interessiert. Ja, ne? Bitte. Bei zwei Projekten, und zwar beim Deutschlandstipendium oder insgesamt beim Stipendienprogramm, dass wir unterschiedliche Zielgruppen anschreiben, natürlich dann auch mit unterschiedlich kommunizierten Briefen und entsprechenden Flyern. Und wir haben eine Stiftung, die nennt sich Stiftung Studium und Lehre. Und da benutzen wir auch Spendenbriefe, um zu Stiftungen zu werben. Also auch das machen wir. Ich gehe mal davon aus, die Grundlagen bei den Mailings sind wie in anderen Hilfsorganisationen auch. Ja. Also es gibt einen Umschlag, es gibt einen Anschreiben, einen Zahlschein. Ja. Zahlschein auch. Natürlich, also komplett identisch. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Aber in welcher Auflage sind das denn Mailings? Also, die Auflagen sind insofern geringer, erstens, weil sich auch das Hochschulfundraising an der Universität zu Köln im Aufbau befindet. Okay. Und wir haben, also wir bedienen im Prinzip die sogenannte Hausliste, und im Moment, wir kriegen noch diverse Adressen hinzu, aber im Moment haben wir dann einen Stamm, sagen wir mal, von 3000 Adressen. Okay. Und diese 3000 Adressen, die bedienen wir dann auch mit Mailings. Okay, werden die in-house produziert? Das wir produzieren alles in-house, weil wir auch aus dem PR-Bereich alle kommen. Mhm. Also wir machen die Texte selber und so weiter. Manchmal geben wir einen Auftrag an einen Lettershop, aber das ist auch wirklich alles. Okay. Wie ist das denn bei anderen Universitäten? Kennen Sie da, haben Sie da einen kleinen Überblick in Deutschland? Wird das von anderen Universitäten auch genutzt, dieses Instrument? Also es gibt einige wenige, die das nutzen. Das habe ich auch gestern hier während unserer Tagung kennengelernt, dass es einige wenige gibt, die es nutzen. Aber wie schon anfangs gesagt, also die 80% nutzen dieses Instrument noch überhaupt nicht. Und vor allen Dingen nicht in dem Sinne wie im klassischen Non-Profit-Bereich als sogenanntes Massenmailing. Ja. Na, dann schreiben Sie vielleicht mal, oder der Rektor schreibt mal einen handschriftlichen Brief oder schreibt einen Brief. Mhm. Das wird ja schon gemacht. Mhm. Ne? Aber sozusagen diese Massenversendung, auch mit dem Zahlschein und so, wie man das im klassischen Non-Profit-Bereich kennt, das gibt es eher nicht. Aber was ich gestern auch gelernt habe während des Workshops, dass die Teilnehmenden, die da waren, haben ein Interesse daran, das als zusätzliches Instrument auch zu überlegen oder auch zukünftig zu nutzen. Ja. Und das macht auch Sinn. Ja. Ja. Okay. Wie Sie wissen, ist ja Hochschul-Fundraising hauptsächlich Großspender-Fundraising. Und auch bei uns ist es so, dass Sie diese Mailings eigentlich nur für klein- und mittlere Spenden einsetzen können und nicht fürs Großspender-Fundraising. Das war jetzt gerade nochmal mein Gedanke oder eine Nachfrage. Auch gibt es Besonderheiten denn auch in den Mailings? Also wir kennen das im klassischen Bereich mit Ihrer Spende von 15, 30 oder 50 Euro können wir dies und das und jenes machen. Ist es bei Hochschul-Mailings ähnlich oder geht das da bei 100 Euro los? Oder also wie ist das? Das kommt eben aufs Projekt an. Okay. Es kommt aufs Projekt an. Ich habe zwei Beispiele. Also beim Stipendienprogramm, und da werben wir für das Deutschlandstipendium. Ja. Da haben Sie ja, da versuchen wir auch sowas wie eine Shoppingliste aufzuführen,
Da sagen wir, wir haben den Stipendienfonds, da können Sie einzahlen ab 50 Euro. Mhm. Dann haben wir, unterstützen Sie einen Stipendiaten, das ist dann 1800 Euro im Jahr, sodass wir versuchen, das immer so ein bisschen auch mit Zahlen zu hinterlegen und aufzubauen. Also das machen wir schon, aber auch nicht so im klassischen Sinne von Shoppingliste. Ja. Für 50 Euro kriegen Sie das, für 100 das, für 300 dieses. Es ist alles ein bisschen moderater und da ja wichtig ist, dass Sie auch die Sprache der Zielgruppe anpassen müssen, müssen wir schon auch so ein bisschen gucken, dass wir, also auch das, was werblich ist, ist ein bisschen vorsichtiger, auch die Emotionalität, ein bisschen vorsichtiger als im klassischen Non-Profit-Bereich wie SOS Kinderdörfer oder UNICEF oder so. Okay. Ich höre daraus eine Empfehlung von Ihrer Seite, oder? Ich kann das empfehlen, also wir arbeiten ganz viel mit diesen Spendenmailings und vor allen Dingen generieren Sie daraus A, auch immer wieder Kontakte. Sie können mehrfach Spenden generieren, also das heißt, Sie generieren wirklich auch mehrfach Spender daraus und wir machen auch Upgrading-Maßnahmen mit Mailings und auch dieses funktioniert. Ja. Also das heißt, als Zusatzinstrument für die Segmente kleine und mittlere Spender oder Spenden kann ich das empfehlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Hochschulen, überlegen Sie, ob das Direct Mail, die Spendenmailings, nicht auch ein Instrument für Sie sein können. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Rüth, und alles Gute noch für Ihre Arbeit. Vielen Dank, gern. Super.